Was muss eigentlich in einem solchen Kraftwerk passieren, damit aus Kohle Strom wird? Erste Stufe: Wärmeenergie. Kohle verbrennt im Dampferzeuger. Die frei werdende Wärmeenergie wird genutzt, um Wasser zu verdampfen. Zweite Stufe: Bewegungsenergie. Der Dampf strömt durch die Turbine und bringt den Turbinenläufer zum Rotieren. Aus Wärmeenergie wird Bewegungsenergie. Dritte Stufe: Elektrische Energie. Die Turbinenwelle überträgt die Bewegungsenergie auf den Generator. Die letzte Stufe der Energieumwandlung ist erreicht. Aus Bewegungsenergie wird elektrische Energie. Es fließt elektrischer Strom. Verfolgen wir jetzt diesen Umwandlungsprozess von der Kohle zum Strom. Transportbänder bringen die Kohle vom Kohlelagerplatz in die Kohlebunker und von dort in die Kohlemühlen. Hier wird die Kohle staubfein gemahlen. Das Kraftwerk verfeuert im Schnitt 4000 Tonnen Kohle pro Tag. Das sind rund 5 Schiffsladungen pro Werktag. Hier ein Blick in das Innere einer Kohlemühle mit Mahlschüssel und Walzenrad. Die Brenner sind NOx-arme Staubbrenner. Brennstoff und Luft werden getrennt eingebracht und vermischen sich in der Brennkammer. Und jetzt der Blick in den Feuerraum. In der Kesselwand sind in mehreren Etagen die Brenner angeordnet. Hier entsteht bei Betrieb ein gewaltiges Feuer. Das Brennstoffgemisch verbrennt in diesem Feuerraum bei etwa 1300 Grad Celsius. Hier das Staubrohr eines Brenners, das nach der turnusmäßigen Inspektion wieder eingebaut wird. Beim Verbrennungsprozess bleibt ein geringer Anteil der Kohle als nicht brennbarer Rest zurück. Die schwebenden Teilchen entweichen mit dem Rauchgas und werden in den Staubfiltern gefangen. Die groberen Bestandteile kleben teilweise zusammen, fallen nach unten in ein Wasserbecken, kühlen dabei ab und werden durch ein Kratzerband ausgetragen. Dieser Kesselsand ist ökologisch neutral und wird deshalb bevorzugt als Baumaterial im Landschafts- und Straßenbau, teilweise auch in der Bauindustrie eingesetzt. Ein großes Thema bei der Verbrennung ist für die Kraftwerksingenieure in Mehrum schon seit Jahren das Mitverbrennen von organischen Zusatzbrennstoffen. Weniger, weil es für den Kraftwerksprozess von Belang wäre, wohl aber, weil es für die Umwelt von besonderer Bedeutung ist, Problemstoffe wie zum Beispiel Klärschlamm ökologisch neutral zu entsorgen. Unter besonderem Handlungsdruck stehen dabei die kommunalen Kläranlagen, da Klärschlämme in naher Zukunft nicht mehr auf Deponien abgelagert werden dürfen. Das Kraftwerk Mehrum bietet eine außerordentlich umweltfreundliche Lösung: Mitverbrennung. Das Endprodukt, das nach der Mitverbrennung der getrockneten Schlammrückstände übrig bleibt, ist Flugasche. Ein gut brauchbarer Zuschlagstoff für die Herstellung von Beton.